Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Ja, wir sind hier bei der letzten Mission stehen geblieben. Mission 4. Die starten wir einfach. Wir haben in der letzten Folge ein neues Gerät erhalten. Eine künstliche Seele, mit der wir diese Kreiseklinge anscheinend aktivieren können. Na, um anscheinend diese Tore kaputt zu machen. Da, Kreiseklinge. Treffen Sie eine Kreiseklinge mit einem Buster, um sie über den Boden schlittern zu lassen. Gegen einen Schaden anrichten, Objekte zerstören. Was? Treffen Sie eine Kreiseklinge mit Ihrem Schwert, bevor Sie... Okay. Also können wir die anscheinend aufchargen oder so, wenn ich die erst mit dem... Okay, anscheinend nicht. Ah, okay, also ich kann das Ding so rumfliegen lassen. Oder ich kann es jetzt anschmeißen. Aber anscheinend reichen zwei Schläge. Ja, was ist denn? Weil ein Schlag sorgt dafür, dass es sich dreht und noch ein Schlag, dass es völlig abgeht und wenn nicht. Na gut. Aber ist doch, glaube ich, schon mal ganz nützlich. Wofür auch immer, ich weiß es gerade nicht. Hatte im Dings war das doch, glaube ich. Komme ich hier nicht wieder rein, doch. War nicht irgendwo. Ja. Hier war auf jeden Fall eine drin. Oh, jetzt haben wir hier diese Ritter. So. Bekämpfen wir jetzt mal nur damit. Schon lustig. Zack, C. Mein Gott, diese ganzen roten Kugeln. Zack. Okay, das ist cool. Das ist ziemlich cool. Was anderes kann man, glaube ich, hier nicht mit. Und hier kommen wir. Von da kommen wir. Die Anima Mercury. Ist im Eingang mit dem blauen Sarg schon. Ah! Okay. Der Sarg scheint eine Kreiseklinge herbeizurufen. Okay. Kommen wir hier runter? Ja, easy. Sie haben nicht die Kraft, diesen Aussehen zu schaffen. Nur was Eindruck hinterlässt, kann ihn aufbrechen. Okay. Was Eindruck hinterlässt. Warte mal, ist da nicht. Das ist eine Kreiseklinge. Dann werden wir, denke ich mal, das Ding benutzen. Zack. So. Die Siegel ist recht sonderbar. Die magische Kraft darin ist förmlich greifbar. Aha. Greifbar. Das ist keine Hoffnung, sie kontrolliert ist. Ja. Okay. Können wir das irgendwie... Nö. Ich weiß nicht, was sind jetzt noch mit dem Ding? Aber ich meine, irgendwo im Level wäre auch nochmal was gewesen. Wir können erstmal shoppen gehen. Hier haben wir neue Seelen. Fähigkeiten. Das ist das Ausweichen. Achso, das ist dieses. Ich kann es eigentlich mal machen. Direkt nach einer Attacke. Obwohl, nein, das kostet 5000. Holy shit. Mehr Kugeln. Achso. Enemy Step. Air Hike. Können wir uns auch nicht holen. Mein Gott. Devilbringer habe ich schon. Aufgeladener Schuss, lame. Und dann behalten wir uns das noch, dann holen wir uns nachher mal einen Doppelsprung oder dieses schnelle Aufladen, weil die ganze Zeit. Achso, man muss es gedrückt halten. Ah. Habe ich schon gewundert. Da. Ich finde diese aufgeladenen Dinger, also wenn man sie wirklich selber aufladen muss, ist es, glaube ich, mega nervig.
Es scheint, als ob die vier Kreise in diesem Raum mit der magischen Kraft den Satz der Versiegelung. Aha. Und wo sind die Dinger? Ich denke mal einmal im Kreis hier. Stimmt, jetzt können wir hier überall landen. Da. Zwei fehlen also anscheinend. Da können wir jetzt schon rein, nicht später? Ich weiß es nicht. Aber hier ist irgendwie nichts. Warte, da sind noch zwei. Ne, das ist eine zumindest drin. Kommen wir hier lang? Wir gucken einfach mal hier. Festhalle. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. So, da können wir noch nicht rein. Irgendwo auf dem Weg war doch eine. Aber, nee. Ich denke mal nicht, dass wir die Kreiselklingen in anderen Räumen mitnehmen können. Muss hier nicht irgendwo eine... Ach, da! So, oh, warte, jetzt müssen wir eine von den da hinten mitnehmen, um das aufzubrechen, um, oder? Ich denke mal, so, damit fliegt die ein bisschen weiter. So, geht das ein bisschen schneller. So. Ja. Können wir nicht zwei gleichzeitig aktiv haben? Nee. So. Einmal bitte in den Mittelraum. Und ab nach vorne. Auch. Okay, das war auch schon wieder. Nice. Ich muss aber mal das Ding. So. Grade ich mal. So. Wo ist die andere hin? Müssen wir das Ding jetzt benutzen? Also, ich bin gerade schon überlegen. Müssen wir damit das andere Tor aufmachen, wo die andere hinter ist? Oder reicht das, wenn wir jetzt den an Ort und Stelle bringen? Dass wir den jetzt... Ach, komm mal wieder raus. Danke. So, wenn ich den jetzt einfach mal irgendwo hinpacke... Ist noch ein Platz frei. Ja, ich weiß. Aber... Ich nehme einfach mal ein Ding mit. Kann ja nicht schaden. Weil die Tür hinten war ja verschlossen und ich wusste gerade spontan nicht, wie man die aufkriegen soll. So, hier nämlich. Okay, das scheint nicht richtig zu sein. Diese Tür scheint nicht aufzugehen, weil da ist das letzte Ding hinter. Aber anscheinend müssen wir dafür woanders hin. Dann bringe ich das Ding erstmal wieder zurück. Das, was wir nachher nochmal holen müssen, wenn es nicht an diesem Befestigungspunkt steht. So, ups. Dann bewege ich doch mal fast. Nein, 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 nein. Ich will dich. God damn it. So, darüber. Nein. Da. Danke. Yeah, 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 yeah. Ich weiß, ich weiß.
Dann gucken wir mal hier. Irgendwo. Speiseraum. Okay, Gegner. Hallöchen. Musst du so lame sein? Fliegt doch nicht einfach rum. So, und auf die Spieße. So einfach damit. Also wirklich. Ich glaube, mit Nero zu spielen ist wirklich tausendmal einfacher wegen diesem Buster. So, haben wir hier irgendwas? Ah, hier ist eine Kreuzklinge. Kannst du uns irgendwas sagen? Es kommt nur weiter, wer Feuer abwehren kann. Vielleicht kann eine Kreuzklinge ein Schuss spielen. Ja, oh, scheint so. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass man die mitnehmen muss. So. Und kaputt. Tür ist auf. Ist da vielleicht auch irgendwie... Oh, das ist so ein Geheimding. Okay. Die wollte ich eigentlich nicht machen. Ach so, ich hätte sie auch ablehnen können. Egal. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. Okay, das war easy. Teil einer blauen Kugel. Lass mich hier rein. Ja, 4 Stück. Blaue Kugel. Yay. Also wenn man die Dinger macht, kriegt man nochmal mehr Lebenskraft dazu. Wenn man 4 Stück schafft. Na gut. Kann man mal machen. Wenn man Lust hat, die zu suchen. Gegner. Ui, eine ganze Menge. Bam. Und du als nächstes. Hoch mit dir. Und zack. Die Pistole ist irgendwie sehr unnötig, habe ich so das Gefühl. Bam. Zack. Komm her. Und Slam Dunk. So, das war's. So, ach, jetzt bin ich hier drin. Und jetzt mache ich wahrscheinlich einfach die Tür auf, indem ich das Ding hier aktiviere. Ja. Oh, dann können wir das 4. Teil einstellen. Nice. Sehr gut. Dann beweg dich mal. Ey! Das ist doof, wenn man die Kamera nicht wirklich lassen kann. Nein. Nein. Goddamn. Nein. Nein. Ja. Boah. Das Ding ist doof. Die Richtung. Die Dinger können wirklich einfach so von der Seite. Komm her. Oh, Strike. Das ist ja wirklich mega easy. So, dich jetzt ganz vorsichtig an Ort und Stelle bewegen. Und danke. Da, 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 da. Eine Tür und eine Kugel. Okay, volles Leben anscheinend. Also ich würde mal sagen, das sieht so spontan nach Bossfight aus. 15 Minuten. Ja, komm. Den machen wir, glaube ich, noch. Das schaffen wir wohl noch. Oh, hallo.
Blizzard must be these demons. Okay. Auch wenn ihr nackt seid. Kann ich euch irgendwie erwischen? Hallo. Nein, wir können auch mit allem ausweichen. What the fuck? War das kein Schwert? Oh, hallo! So this is what you really look like. This left of a some slack. Just not big on toes. Meine Freude sei nicht zu erledigen, du dickes Vieh. That's a trap! Na. Kannst du was anderes machen, außer davon abzuhauen? Ey! Okay, dann kann ich mit dem Bass ein Spiel machen. Autsch, ich bin eingefroren. Wie mies. Ich aufhören, abzuhauen. Ach, jetzt kann ich mit dem Bass erledigen. Was zum... Ist er in seinem Mund? Die Mucke komisch. Muss wieder kotzen? Nein. Jetzt musst du kotzen. Er ist weg. Na gut, dann seid ihr wenigstens da. Okay, ich krieg so viele. Ich krieg ganz schön viele rote Kugeln von euch. Ah, okay. Boss kapiert. Er ist rot geworden. Hab dich. Und bam! Und das war's. Wait, did he say brothers? Uh-oh. Well, that's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Cool, dass man die Dinge einfach zumachen kann. Rosalka Leichnam, Teil eines baumelnden Fühlers, den der Dämon Baal genutzt hat. Okay. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Das heißt. Oh mein Gott, diese riesigen Kugeln. Bin ich einfach stärker oder. Und wo war jetzt die Tür? Sind nicht irgendwo da? Was soll ich denn sagen? Jo, haben wir die Mission auch geschafft. Und seit den 20 Minuten. Stilpunkte S, hätte ich nicht gedacht. Wieder nur ein A? Das finde ich komisch.
Kugel hatte beim letzten Mal D und Stilpunkte nur B und hatte ein A, trotz bei Zeit S. Und jetzt habe ich irgendwie... keine Ahnung. Egal. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder. Mission 5. Trisarion. Holen Sie sich den Flügeltalisman. Ja, den holen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.